Ja, schwierige Zeiten machen auch der FC Sion und der FC Thun durch. Das ist der zweitletzte und der letzte von der Super League, die hier aufeinandertreffen. Und im Wallis ist man ja dran, den Kurs zu korrigieren. Mit dem Peter Zeidler ist ein neuer Trainer gekommen. Der hat die Nazi-Pause genutzt, um sein Team besser kennenzulernen in einem Mini-Trainingslager. Und auch die Captain-Frage, der Konflikt zwischen dem Salatic und dem Ziegler, ist dort behandelt worden. Und auch in dieser Angelegenheit hat der Trainer für klare Verhältnisse gesorgt. Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Reto Ziegler ist zwar ab sofort neuer Kapitän, Salatic bleibt aber auch Kapitän. Neben dem Platz, ohne Binde und auch ein bisschen in der Kabine, soll noch einer durchblicken. Peter Zeidler hat im Trainingslager nicht nur die heikle Captain-Frage diskutiert, er hat auch den 18-jährigen Bruno Morgado in die Startelf beordert. Und für Morgado ist die Gefahr, einen Sonnenstich zu erleiden, größer, als wirklich nervös zu werden. Denn Thun kommt kaum über die Mittellinie. Sion macht von Anfang an viel Druck. Galitos für Accolo, Facchinetti grätscht im letzten Moment dazwischen. Sion ist bissig, lässt Thun kaum Zeit, macht die Räume eng und schaltet nach Ballbesitz blitzschnell um. Accolo. Mweng lässt durch, Salatic und Lauper haut den Ball weg. Thun hat bei brütender Hitze große Mühe, sich gegen die Walliser zu wehren. Auch Jeff Saibene ist die Anspannung spürbar, der bei Christian Constantin auf coole Hose macht. Hoppala, ist auch John Travolta schon passiert. Etwas mehr als 30 Minuten sind gespielt und noch immer sucht Sion den direkten Weg zum Tor. Sverotic mit dem langen Ball in Richtung Accolo und der wird in Sandwich genommen. Schiedsrichter Vieri zögert keine Sekunde, zeigt auf den Punkt, aber so klar war es dann auch wieder nicht. Facchinetti und Bürki stellen sich ungeschickt an, Accolo fällt, aber was genau das Vergehen war, ist nicht ersichtlich. Ein Elfmeter aus der Rubrik, wer sucht, der findet. Der neue Spielführer nimmt Anlauf, Ziegler mit etwas Glück, 1:0 für den FC Sion nach 37 Minuten. Auch wenn die Entstehung diskutabel ist, die Führung geht in Ordnung, Sion ist die klar bessere Mannschaft. Es ist schon fast Pause, als der FC Thun einen seiner wenigen Angriffe vortragen kann. Bigler und dann Fasnacht. Der wird von Salatic an der Grenze des Erlaubten gestört. Sion aber führt zur Pause 1:0. Und es ist mir schleierhaft, wie dieses so deutlich überlegene Sion nach der Pause derart nachlässt. Denn Thun wird stärker. Das ist Facchinetti. Bigler völlig frei. Zu wenig konsequent. Ein Lattenstreicher, 51. Minute. Saibene spürt, dass hier was möglich ist. Dass Sion der brütenden Hitze Tribut zu zollen scheint. Er bringt Dossetti für Fasnacht. Ein Wechsel, der gleich für Aufregung sorgt. Aufgepasst. Bigler, dann kommt Dossetti angebraust. Er jubelt. Nur die Partie geht weiter. Schiedsrichter Bieri lässt weiterspielen nach dieser Szene. Wir versuchen aufzulösen. Hier noch einmal, Dossettis Schuss pariert mit Druschkin hinter der Linie. Aber auch hier bleibt die Frage Tor oder Tor noch nicht restlos geklärt. Wir nehmen die Lupenkamera und hier folgt der Beweis. Der Ball war mit vollem Umfang hinter der Linie. Dem FC Thun ist also ein reguläres Tor nicht anerkannt worden. Gut, wir haben drei Schiris auf dem Platz, wir haben es sogar von der Bank aus gesehen und die drei Schiris sehen es nicht. Es ist meistens so, sagen wir mal so, ich sage sonst nichts. Naja, wirklich leicht zu sehen war es nicht. Und während die Thuner hadern, wäre beinahe das 2:0 gefallen. Sion mit einem schnell ausgeführten Freistoß, Ita Peruna, Außennetz. Sion kann nur noch kontern, hat dabei auch Chancen, aber Thun drückt vehement auf den Ausgleich. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Das ist Trapp. Riesenparade von Mitruschkin nach diesem Schuss von Ferre. Und noch ist nicht fertig. Es wartet noch ein Eckball. Rapp und wieder eine Riesenparade von Mitruschkin. Mitruschkin, kann man sagen, hält für den FC Sion den Sieg fest. Und als Schiedsrichter Bieri kurz nach abpfeift, bleiben enttäuschte Thuner zurück. Man bleibt Schlusslicht, weil man die Chancen nicht genutzt hat. Freude dagegen bei Peter Zeidler. Zweiter Sieg im zweiten Spiel, dank dem Tor seines neuen Kapitäns, Reto Ziegler. Sion Thun 1:0.